Wir haben so langsam Sonnenuntergang hier an der Tunguska und jetzt heißt es in der Nacht auf Brasse und zwar auf die Ostbrasse und ich bin mega gespannt, ob die hier auch richtig gut reingeht. So, direkt nochmal ein bisschen nachfüttern und dann geht's auch sofort los hier. Sehr schön. Und direkt der erste etwas größere Brocken. Ja, die Ostbrasse war eine ganz lange Zeit ein wahnsinnig guter Fisch fürs Midgame sozusagen, wo man richtig gut Cash mitmachen konnte. Klar, Brassenangeln hier, Brassenangeln da, aber die Ostbrasse war da dann doch nochmal ein anderes Ding. Gerade an der Tunguska ging das richtig gut los mit dem Ding. Na, die sieht doch schon gut aus hier. Das ist doch schon schmackhaft. Komm ran hier. 4,2 Kilo. Richtig schöner Brocken. Das schmeckt richtig. Direkt mal reingucken. Jo, 25, fast 26 Silber für diesen einen Fisch. Das ist natürlich richtig, richtig nice. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob das hier jetzt gleich richtig gut funktioniert. So, langsam mal die Bremsen anpassen. Ich bin hier mit den feinen, also richtig feinen Setup unterwegs. Gucken wir uns natürlich gleich im Detail an. Und ja, jetzt, ja, perfekt. Jetzt in der Nacht oder in den Abendstunden kann es losgehen. Wie immer beim Brassenangeln nachts und ja, Abendstunden nachts bis in die Morgenstunden, vielleicht so 9 Uhr, 10 Uhr. Irgendwann lässt es nach, irgendwann werden die Brassen wieder kleiner und dann reicht es aber auch. Ja, so sieht es aus. Gerade der erste Wurf hat auch schon geliefert. Ja, das ist natürlich jetzt richtig nice. Gucken wir aber direkt nochmal rein. 6 Silber. Gehen wir mal davon aus, dass wenn sich hier der Kescher gleich füllt, dass der Durchschnitt wohl eher bei 1 Kilo, 1 bis 2 Kilo liegt. 4 Kilo ist natürlich schon krass. Aber sagen wir mal so, der Durchschnitt liegt vielleicht so bei 1 bis 2 Kilo. Dann ist das mit 6 Silber schon richtig, richtig gut. Also das schmeckt schon richtig und man sieht hier auch schon mal einen großen Unterschied. Also das ist wahrscheinlich so die 1-Kilo-Grenze, dass wir da eben diese Färbung auch wieder haben wollen. Nicht diese junge Ostbrasse, sondern die etwas ausgewachsenere und dementsprechend verdoppelt sich sozusagen auch direkt der Preis im Café oder beziehungsweise hier im Shop und so soll das sein. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt muss natürlich die Frequenz stimmen. Ich habe hier eine ganz normale Original-Brassenmische dran. Es gibt, und ich habe auch noch im Inventar, verschiedene Ostbrassenmischen. Gucken wir mal eben nach Ostbrasse. Ja, guck mal. Es gibt verschiedene Ostbrassen-Futtermischen. Ist das gleich hier? Hier ist Fliegenmade noch mit drin. Schmelzkäsesnack mit drin, also und Knoblauch. Ostbrasse war auch eine ganze Zeit lang mal richtig heiß auf Knoblauchteig. Von daher, auch da gibt es natürlich Variation. Hier auch so ein Ding, würzige Futterpellets mit drin und gehackte Würmer. Und die gehackten Würmer, die findet man immer mal wieder. Na guck, da habe ich sogar schon mit der 4, direkt einen regionalen Rekord. Das ist natürlich nice, Alter. So, und es geht auch direkt wieder ab. Da kamen ein paar Nachrichten rein. Aber wir ziehen jetzt hier erstmal raus die Brocken. Mal gucken. Jawohl. Und das Ganze natürlich jetzt schön auf Light. Ne? Wir sind hier mit dem 3000er, den 3000er Rollen nur unterwegs. So, zack, locker wieder raus. Jawohl. Ich bin gespannt. Ich habe einen Haken auf einen 1-0er gemacht. Das ist natürlich dann schon wieder richtig groß. 1-0er Haken, ob das nicht übertrieben ist. So, zack. Die ist gerade nicht hängen geblieben. Es ist natürlich hier eine schwierige Situation wieder. Wir haben extrem starke Strömung, die jetzt hier rüberzieht. Und natürlich auf 15 Meter ein relativ feines Setup. Wenn man jetzt hier natürlich so ein bisschen größer reingeht, mit einem schwereren Blei und jetzt habe ich jetzt gerade natürlich noch einen Futterkorb dabei. Und das treibt natürlich, man sieht es von der Schnur, das treibt natürlich alles so ein bisschen hier rüber immer. Ne?
Also geradeaus hier 15 Meter, das wäre schon natürlich nicht verkehrt, wenn das irgendwie klappt, dass die relativ schnell beißen, dann treibt der Köder auch nicht so schnell abwärts. Ansonsten glaube ich so zwischendurch mal so ein bisschen nachwerfen ist glaube ich nicht verkehrt. Also wenn das zu weit weggetrieben ist, vielleicht einfach nochmal hinterher werfen, dass es wieder in dieser Area liegt. Nicht, dass der Köder komplett aus dem Radius rausgeht, aus dem Futterradius. Na? Und auch hier natürlich durchaus die Möglichkeit, na, vielleicht ist es tatsächlich auch ratsam, nochmal dicker reinzugehen. Aber Nachteil, also schwerer vom Blei und vom Wurfgewicht, hier mit den Pickern ganz schwierig mit dem Wurfgewicht. Da ist was Lüttes dran. Aber das Blei wäre halt in schwerer nicht schlecht. Oh, 78, das ist auch ein Rekord, aber ein Negativrekord. Also, dass wir vielleicht da eher liegen bleiben hier auf die 15 Meter und nicht so weit wegrollen. Aber ich guck mal nochmal. Wenn das trotz allem funktioniert, ist ja alles gut. Ja. Erstmal ein bisschen testen. Schön Brassen kloppen. Aber die sollten auch ihre Größe jetzt haben, ne? So, gucken wir mal eben rein hier in dieses Setup, gerade ausgeworfen. Also, richtig schön klein mit den Winkelpickern, mit den Simon P-Series, also die 3000er Rolle hier, damit man eben auch noch in die Light-Grundrekorde gut reinkommt. Trotz allem haben wir hier natürlich sagenhafte 16,3 Kilo an Bremskraft und mit dieser recht dicken Schnur, 0,35er, ich könnte natürlich auch ein bisschen eine dünnere Schnur drauf machen. Ich habe jetzt hier knapp 100 Meter Schnur drauf. Könnte eng werden, wenn da was viel zu groß ist, was auch immer reingeht. Aber ich denke, hier auf dem Erbsenbrei passt das schon. Wenn man hier mit dem Tauwurm oder sowas steht, könnte natürlich noch was anderes reingehen. Aber hier so auf dem Erbsenbrei, ich denke, da werden wir hier nur die ollen Brassen hinkriegen. Und das reicht dann wahrscheinlich auch. Jetzt ist natürlich die Frage, optimiert man die Futtermische? Also, wie gerade schon gesagt, wir waren ja gerade hier bei den Ostbrassen. Genau, hier war glaube ich noch eine. Da ist sogar Lehm mit drin. Wäre vielleicht auch gar nicht verkehrt wegen der Strömung. Wahrscheinlich auch gar nicht verkehrt wegen der Strömung. Aber das hier, ich glaube, das ist auch richtig schön klassisch. Ne? Also, mit Caster, Perlgraupe, Hirsebrei, Erbse, Caster, gehackte Würmer und Anis. Ich glaube, das ist eine ganz klassische Kombi. So würde ich das, glaube ich, auch nochmal nachbauen. Das sollte, glaube ich, ganz gut funktionieren. Auch das hier mit diesem würzigen Futter, ja, wieder ein bisschen übertrieben. Ich glaube, so einen Schnickschnack braucht man nicht. Aber wenn das so funktioniert, dann kann man das natürlich auch vielleicht mit PVA machen. Das heißt, man nimmt sich einfach ein schwereres Blei, man nimmt sich ein kleines PVA und macht dann da die Futtermische rein auf die 15 Meter und gib ihm. Aber es klappt eben auch ohne PVA. Das ist ja auch immer wichtig. Jawohl, die nächste. Ja, das ist aber doch schon mal nicht so verkehrt. Das ist nicht so verkehrt, das schmeckt. Aber ja, wenn die Schnur jetzt hier so krass rüber geht. Na doch. Und das ist hier. Hier ist die 1-0er. Also rot hat die den 1-0er Haken. Na, ich lasse das nochmal so. Vielleicht ballert ja nochmal ein richtig schön großer Brocken drauf. Komm, jetzt so richtig runter. Bzz. Gib ihm. Ne. Oder es ist einfach doch zu groß. Das werfe ich nochmal aus. Werfe es nochmal ein bisschen weiter nach links. Doch, ist immer noch dran, der Fisch. Ist immer noch dran. So, genau. Ein bisschen weiter nach links. Und jetzt kann es hier wieder reintreiben. Futter einfach drauflassen, ne? Ich gehe noch nicht dran, oder? Doch, ist wohl schon dran. Ist er schon dran, der Fisch, oder nicht? Doch, wackelt. Ist schon dran. Zaghaft. Ganz, ganz, ganz zaghaft. Das ist ja krass. Ganz zarter Biss. 700 Gramm. Ob der 1-0er vielleicht doch kontraproduktiv ist?
Vielleicht doch eher die Einser. Ich glaube, Einserhaken reicht dann ja doch komplett. Also, Frequenz ist okay. Aber, wie gesagt, die Futtermische, da müssen wir nochmal ran. Ich hatte jetzt, wie gerade schon gesagt, die ganz normale Futtermische verwendet. Gucken wir gerade mal eben rein. Genau, Fliegenmade, Hirsebrei, ja, Kaster und Zuckmücke. Kaster und gehackte Würmer, die müssen mit rein. Also Perlgraupe, Fliegenmade, Hirsebrei. Bauen wir das mal eben nach. Und machen wir auch mal so hier. So, das ist die Original-Brassenmische. Und jetzt kommt hier dazu die Kaster. Jetzt kommen hier noch ein paar Eiweißkomponenten dazu. Und gehackte Würmer. Und dann haben wir hier jetzt die Ostbrasse Original. So, zack. Das würde ich sagen, ist die ultimative oder die klassische altbekannte Ostbrassen-Futtermische. Und das tüdeln wir dann hier in so ein kleines Netz rein. So, Ostbrasse Original. Und dann können wir gleich nämlich hier einfach mit einem passenden Blei, jawohl, und mit PVA dann gleich hier weitermachen. Da ist auch was dran, jawohl. Auf der Mitte auch schon wieder. Auf der Mitte ändere ich auch gleich nochmal wieder, glaube ich, auf dem Einserhaken. Also, das kommt jetzt hier runter. Und jetzt nehmen wir, oh, warte mal, Wurfgewicht, 45 Gramm, okay. Viel Möglichkeiten haben wir nicht. Wie sieht es hiermit aus? Das ist doch ein schöner, der sich vielleicht noch so ein bisschen festzieht. Und einen Einserhaken lassen wir, das lassen wir auch. Und dann machen wir die Original-Ostbrasse hier in klein. Jawohl, wir bleiben auf 15 Meter Clip. So, 15 Meter und raus damit. Zack. Und hier ziehen wir nach. Auf der 1 ist was Größeres drauf, das ist gut. Oh, wie klein die sind, ne? Wie klein. Und das auf dem 1-0er Haken. Auch hier gehe ich nochmal auf einen 1er Haken. Ganz klassisch. Nehmen wir den hier wieder, Erbse. Und dann gehen wir hier auf originale Ostbrassenmische. Und nehmen auch hier dieses Blei auf die 15 Meter. Ja, kommen wir locker mit raus, jawohl. Und da gehen wir wieder so ein bisschen in den Drill, sehr schön. Gegen die Strömung natürlich schwierig, sollte der Fisch zu groß sein, natürlich hier einfach ein bisschen flussabwärts laufen. Und dann löbt das schon. Na, geht doch hier. 1,8er, schönes Ding. So, hier auch nochmal eben der Wechsel. 9,2er geflochtenes Vorfachsmaterial hier als Vorfach. Also eher dünn. Ich hatte erst überlegt, ob ich mit 6, reingehe, aber dafür ist mir die Strömung hier dann zu heftig. Das will ich dann doch nicht. Und dann habe ich auch zu wenig Schnur da drauf. Also wenn man hier natürlich mit mehr Schnur reingeht und ein bisschen Bock hat auf einen langen Drill, je feiner, umso besser. Also ruhig immer so ein bisschen fein reingehen, auch wenn die Brasse in Masse auftritt. Tendenziell eher scheu. So. Und so ähnlich. Ja, so kann es weitergehen. Ich glaube, es ist alles gesagt zu dem Spot. Jetzt nur noch hinsetzen, durchziehen und im Idealfall die Ostbrasse vielleicht sogar noch als Trophy rausziehen. Wäre doch was. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.